Efrem Kuzmischenko und Samira Hafez haben es geschafft. Sie sind Deutscher Meister 2016 im Lateintanz. Das Berliner Tanzduo holte sich vor heimischer Kulisse den bisher größten Titel ihrer Karriere. Ja, wir haben sehr viel dafür trainiert und ja, ich bin super stolz und alles perfekt. Es war ein krasses Gefühl, dieses ganze Publikum, das für uns schreit. Und wenn man da oben auf den Treppchen so steht, das ist krass. Bei den Deutschen Meisterschaften gewinnen sie am vergangenen Wochenende den Titel in der Altersklasse Junioren 2B. Beide setzen sich in der Gretel-Bergmann-Sporthalle gegen gut 80 andere Tanzpaare aus Deutschland durch. Efrem Kuzmischenko und Samira Hafez, Deutscher Meister 2016 und ein Versprechen für die Zukunft. Noch sind es ein paar Jahre bis zum Erwachsenenbereich. Der Bundestrainer ist aber schon heute von den beiden überzeugt. Die beiden sind sehr fleißig, sehr diszipliniert. Auf die kann man sich immer verlassen. Sie bringen immer ihre Leistung. Sie können die auch in der ersten wie in der letzten Runde abrufen. Und diese Konstanz und diese Souveränität, die einfach mitbringen, das ist einfach das, was daher auch dann sie zu einem Sieg bringt. Am zweiten Wettkampftag wurde der Titel bei der Jugend A vergeben. Hier lief es für die Berliner Sportler nicht ganz so erfolgreich. Drei Berliner Tanzpaare schafften es zwar bis ins Halbfinale, hier war dann aber auch Endstation. Für Erik Herr und Elisabeth Bükow ist dies aber durchaus schon ein Erfolg. Schließlich ist es für beide das erste Jahr in der Altersklasse. Wir können mit der Platzierung leben, wir sind sehr zufrieden, aber natürlich möchte man auch weiterkommen, aber nächstes Jahr. Immer weiter trainieren und immer besser werden und irgendwann mal an der Spitze sein. Den Gesamtsieg bei der Jugend A sicherten sich Daniel Dinges und Natalia Velikina vom Grün-Gold-Club Bremen. Damit feierte das Tanzpaar seinen zweiten deutschen Meistertitel. Ich habe noch keine Worte, ich muss das erstmal alles realisieren. Viele Leute waren heute da, um die 30, unser Fanclub. Unbeschreibliches Gefühl. Wir haben natürlich alles gegeben und wir sind jetzt froh, dass es geklappt hat. Für Berlin ist es trotzdem ein sehr erfolgreiches Wochenende. Efrem Kuzmischenko und Samira Hafez dürfen jetzt an der Weltmeisterschaft teilnehmen und das mit einem schönen Pokal im Gepäck. Das ist der größte bis jetzt und der ist auch sehr schwer. Tja, diese Last muss man als deutscher Meister wohl oder übel tragen. Und das machen Efrem Kuzmischenko und Samira Hafez wahrscheinlich auch sehr gerne.